Heinrich Bauer ist sichtlich bewegt. Seine Brücke wird abgerissen. Vor 58 Jahren war er der verantwortliche Polier. Jetzt hofft der inzwischen 81-Jährige, dass wenigstens ein Erinnerungsstück an damals erhalten bleibt. Es war eine Schnapsidee in Zeiten des Kalten Krieges, als man Brücken noch mit Sprengkammern baute, um im Ernstfall die Truppen des Warschauer Paktes aufzuhalten. Doch Heinrich Bauer und seine Kollegen wollten der Nachwelt lieber etwas zum Schmunzeln hinterlassen und stellten eine Kiste Kraichgauer Bier und ein paar Flaschen Wein aus Sinsheim ins Innere der Brücke. Wo jeder halt eine Mark geben, wo der immer die Bierkiste als Geschenk kriegt. Gell? Und ist immer was verewigen. Und so hat sich die ganzen Dinge ergeben. Samstag 14 Uhr, die Autobahn ist gesperrt, der sensible Flüsterasphalt abgedeckt und die Bagger reißen und beißen sich durch die alte Brücke. Sie muss weichen, weil die Autobahn bis Heilbronn verbreitert wird. Für das kaltgestellte Bier im nördlichen Fundament beginnt die heiße Phase. Wir können wahrscheinlich gar keine Rücksicht nehmen, weil wir haben einen ganz, ganz straffen Zeitplan. Denn wir müssen innerhalb von 26 Stunden hier die Autobahn wieder frei machen. Das heißt, die Brücke muss weg. Und wenn halt leider dann die Kiste kaputt gehen sollte, es ist traurig, aber extra Rücksicht können wir leider nicht drauf nehmen. Aber wir bemühen uns auf jeden Fall. Deswegen legen wir noch eine Nachtschicht ein. Gut drei Monate haben Heinrich Bauer und seine Kollegen 1960 an der Brücke gearbeitet. In nicht einmal 16 Stunden ist sie weg. Mit modernsten Geräten und einer guten Planung können so auch die Verkehrsbehinderungen einigermaßen in Grenzen gehalten werden. Am Sonntagvormittag entspannt sich die Staulage, nur für Heinrich Bauer wird es spannend. Der nördliche Brückenkopf ist geöffnet, die Sprengkammer freigelegt und dann die Ernüchterung. Außer Scherben ist nichts mehr da von seiner Bierbotschaft. Heinrich Bauer hat schnell einen trinkfesten Kollegen in Verdacht. Glas. Der Fuchs Wilhelm, der wieder obergewohnt hat in der Waldmühle. Ein armer Kerl gewesen, nicht viel Geld gehabt. Da ist er daher und hat auch einen Zug rum. Der Zugang zur Sprengkammer war früher nur provisorisch gesichert. Ein Anwohner, der hier aufgewachsen ist, löst das Rätsel. Durchs Land reisen, da haben wir da unten drin geschlafen, im schlechten Wetter. Wir als Kinder haben da unten auch mal eine Zigarette geraucht oder mal das erste Bier getrunken, wie man es halt so macht in der Jugend. Heinrich Bauer ist noch ein wenig trauriger. Nicht nur seine Brücke, auch sein süffisantes Vermächtnis haben den Abriss nicht überlebt.